Die Banken sind heute die großen Verlierer im DAX. Albemarle will dazu kaufen und ich habe eine neue Position im Musterdepot. Da der Ölpreis auf ein neues Jahreshoch gegangen ist, macht es wohl Sinn, im Energiesektor wieder etwas Exposure aufzubauen. Ich zeige euch heute, welche Aktie das ist, das und mehr gleich nach dem Opener. Mahlzeit, ihr Lieben. Ja, der DAX noch leicht rot, aber er kämpft. Und es ist am Ende wie immer gelaufen. Ohne die Amerikaner geht halt nichts am deutschen Aktienmarkt. Vor allem, wenn die Situation ein bisschen schwierig ist und man nicht so genau weiß, wie man das für die nächste Zukunft beurteilen soll. Naja, wir haben ja über die ganzen Probleme gesprochen, die es in der letzten Zeit so gibt. Alles, was so fundamental auf dem Markt lastet. Na, und das kommt immer dann durch, wenn die positiven Impulse aus Amerika fehlen, dann geht es halt erstmal nach unten. Und so war es auch gestern wieder, so war es auch heute am Vormittag wieder. Mal schauen, wie es denn wird, wenn die Amis dann wieder am Markt sind. Aber per se sieht das Ganze so aus, wenn wir hier mal auf den Chart schauen im DAX, dann, ich mache den mal ein bisschen größer, dann sieht das Ganze so aus, dass wir hier jetzt an der 16.000er Marke erstmal wieder hängen geblieben sind und anscheinend hier jetzt in so einen neuen Abwärtstrend laufen. Auf 6-Monats-Basis sieht das Ganze nicht besonders schön aus, denn wenn wir uns mal die charttechnischen Konstellationen angucken, so wie sie jetzt hier im Moment gegeben sind, dann sehen wir Folgendes. Wir haben hier eine größere Seitwärtsrange zwischen 15.500 und 16.000 Punkten und wir sind jetzt mal wieder an dieser 16.000 Punkte Range hier gescheitert. Haben hier zwei kleine Ausbrüche zur Oberseite, die beide sofort abverkauft worden sind. Naja, und wie das eben immer so ist bei diesen Ranges, steigt dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder in Richtung des unteren Endes der Range laufen. Das wären so 15.500 Punkte im DAX. Also da ist es jetzt wirklich davon abhängig, welche Zeitebene man sich hier anschaut. Na, wenn wir hier auf den Tageschart gucken, dann sieht das Ganze so aus, dass wir vielleicht hier so eine neue übergeordnete, ich mache es mal in schwarz, sehen wir es ein bisschen besser, so eine neue übergeordnete Aufwärtsbewegung hier haben und jetzt vielleicht gerade in einer Bullflag verortet sind. Das würde aber bedeuten, wir dürften nicht deutlich unter die 15.7 hier ausbrechen, sondern wir müssten dann heute am besten direkt mit der US-Eröffnung hier steigende Kurse sehen und dann innerhalb dieser Handelswoche auch über die 16.000-Punkte-Marke nach oben ausbrechen. Dann haben wir gute Karten, dann sieht es aus für Richtung 16.500 Punkte. Ansonsten ist es eher dünn, was wir hier momentan charttechnisch sehen. Jetzt hat sich Frau Lagarde nochmal zu Wort gemeldet und hat nochmal erwähnt, dass die Inflation in der Eurozone immer noch deutlich zu hoch ist. Ach, wirklich? Frau Lagarde, das wussten wir ja noch gar nicht. Hat aber auch gesagt, dass sie zeitgerecht mit einer Rückkehr zum 2% Inflationsziel rechnet. Da bin ich mal gespannt, was das heißen soll, weil wenn ich mir so anschaue, wie sich die Inflation in der letzten Zeit in Europa entwickelt, da wird noch ganz viel Wasser den Rhein runterlaufen, bevor wir überhaupt in Richtung 2% auch nur im Ansatz wieder kommen werden. Also das sehe ich noch nicht so, dass das hier in absehbarer Zeit erreichbar ist, dass die EZB Richtung 2% Inflationsziel kommt. Da werden wahrscheinlich die Amis viel früher am Ziel sein und auch da, denke ich, liegt das noch in Monate weiter Ferne, wenn nicht sogar in Quartal weiter Ferne. Ja, Problem ist natürlich, solange die Zinsen steigen, kommen wir auch mit dem Aktienmarkt nicht richtig vom Fleck. Ja, das ist das, was wir in den letzten Tagen gesehen haben. Immer wenn die Zinsen ansteigen, dann kommen die Aktien zurück. Naja, und so langsam, muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich so ein bisschen nervös. Weil wenn wir uns mal angucken, was jetzt hier von Seiten der Analysten kommt, ja, da satteln jetzt sogar die größten Bären hier so langsam um aufs Bullenpferd. Und das ist immer eine problematische Situation. Ja, Morgan Stanley hat eine Note rausgegeben an ihre Kunden. Da steht quasi wörtlich, as we get closer to the end of the year, the pain of being underweight equities and the resultant lack of performance is going to intensify, forcing positive fund flows. Das ist im Prinzip das,
was ich euch vor ein paar Tagen schon gesagt habe, dass ich davon ausgehe, dass noch sehr viel Geld an der Seitenlinie liegt, dass viele Fonds noch unterinvestiert sind und dass das zu einer kräftigen Rallye am Jahresende führen könnte, wenn dann hier einfach die Performance gejagt werden muss. Das kam jetzt von Seiten Morgan Stanley, die eigentlich übers ganze Jahr schon den Anlegern sagen, lieber nicht in den Aktienmarkt investieren. Ja, das könnte noch mal deutlich abwärts rutschen. Ich glaube, Mike Wilson ist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass Morgan Stanley hier mit so die bearishsten Analysten hatten. Die schwenken jetzt um. Und bei Goldman Sachs ist es so, und das kann ich vielleicht hier mal kurz zeigen, da haben wir die Rezessionserwartungen. Da haben wir hier in Rot die Rezessionserwartungen im Durchschnitt, ja, von allen Analysten so mehr oder weniger. Das sehen wir, das ist diese rote Linie, die hier läuft, die liegt im Moment so bei 60% ungefähr. Lag schon ein bisschen höher, liegt jetzt noch bei 60%. Und hier in Blau sehen wir den Verlauf der Wahrscheinlichkeiten einer Rezession, wie Goldman Sachs das sieht. Und da ist Jan Hatzius der Verantwortliche dafür, das ist der Chefvolkswirt von Goldman Sachs. Und der hat jetzt gerade die Wahrscheinlichkeit einer Rezession von 20% nochmal zurückgenommen auf 15%. Die sind hier schon von 35% runter gewesen auf 25, dann runter auf 20 und jetzt sind sie runter auf 15% und haben im Prinzip das Ganze gesagt, naja, sie sehen ermutigende Inflationsnachrichten, sie sehen die günstigen Realeinkommensaussichten und vor allem sehen sie den Rückgang der Kluft zwischen Arbeitsplätzen, die angeboten werden und Arbeitssuchenden. Ja, das ist das, was wir gesagt haben, Jaws Job Report und Arbeitslosenquote. Also da sehen wir, dass eben diese Kluft so langsam ja kleiner wird und das sollte sich alles sehr positiv für die Wirtschaft auswirken und dementsprechend geht man davon aus, dass hier eine Rezession quasi vom Tisch ist. Ja, bei 15%, das ist so die normale Rezessionswahrscheinlichkeit, die man annimmt in ganz ruhigen Marktphasen. Ja, da haben wir so ungefähr 15% und da ist Goldman Sachs jetzt auch wieder angekommen. Was ein bisschen dafür spricht, dass das Ganze so sein könnte, ist, wenn wir uns diese Grafik hier mal anschauen, die ist von FactSet. FactSet hat immer ein paar ganz interessante Grafiken bezüglich der Earnings Calls. Und hier ist mal getrackt worden, wie häufig denn das Wort Rezession in den Earnings Calls aufgetaucht ist beim S&P 500, also in wie viel Unternehmen. Ja, und da sehen wir, das war hier im zweiten Quartal 2022 waren es noch 238 Unternehmen und dann ist es deutlich weniger geworden. Und jetzt im letzten Quartal waren es gerade mal noch 62, die hier überhaupt von Rezession gesprochen haben in den Earnings Calls. Und da sehen wir also ja auch die Wahrscheinlichkeit oder die Annahme einer Rezessionswahrscheinlichkeit auf Seiten der großen Unternehmen im S&P 500 ist klar rückläufig. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, immer wenn ich sowas sehe, dann wäre ich so ein bisschen nervös. Und ich sag mal, insbesondere bei uns für Europa, da sehen wir ja nur auch die letzten 2, 3 Tage eher rot am Markt. Da sind jetzt nochmal Zahlen gekommen zum Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor. Und das war ja so ein bisschen der Sektor, der alles bei uns noch am Laufen gehalten hat, wo wir Wachstum gesehen haben, wo soweit eigentlich alles in Ordnung war, während verarbeitendes Gewerbe, naja, ist ja schon längst unter 40, also da sieht es ja wirklich düster aus. Und jetzt haben wir hier die Zahlen zum Einkaufsmanager-Index für Dienstleistungen in der Eurozone und da sehen wir, der ist jetzt knapp unter 48 gekommen. Das ist mal ein ordentlicher Rutsch hier von 51 runter auf unter 48. Und damit haben wir eben diese wichtige rote Wachstumslinie hier unterschritten. Das bedeutet, dass jetzt auch in Europa im Bereich der Dienstleistungen ja, die Rezession angekommen ist. Es geht hier wirtschaftlich rückwärts. Wir haben den Rückwärtsgang eingelegt, wir haben eine Schrumpfung. Und das ergänzt natürlich jetzt den Bereich verarbeitendes Gewerbe, der sowieso schon seit Monaten rückläufig ist. Also das sieht hier fürs Eurogebiet insgesamt alles nicht so besonders gut aus. Und wenn man sich diese Mixtur da anschaut, boah, dann fällt es mir wirklich schwer, Gründe zu finden, warum der Aktienmarkt jetzt in der nächsten Zeit wieder steigen sollte. Also, das müssen wir auf jeden Fall beobachten. Charttechnisch haben wir es relativ einfach. Charttechnisch ist es dieses Niveau knapp über 16.000 Punkte. Darüber geht das Ganze dann wahrscheinlich auch wieder etwas dynamischer nach oben. Aber das ist dann quasi auch ein bisschen losgelöst von den Fundamentaldaten.
Ja, ansonsten, was haben wir noch? Trader 2023 ist gestartet und zwar gestern. Da geht das Ganze jetzt so langsam los. Ich habe gestern noch keine Trades gemacht, habe heute mal den ersten kleinen Trade eröffnet. Werden wir mal schauen, wie es da läuft. Da werden wir in den nächsten Tagen auch mal reinschauen, wenn wir die ersten Rankings haben. Da arbeitet die SocGen im Moment noch dran. Aber da werden wir dann immer mal wieder hier drauf schauen, wie es denn von der Seite aussieht und vor allem auch, wie ihr euch da schlagt. Und wenn ihr noch nicht dabei seid, habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, euch beim Trader 2023 noch anzumelden bei der Société Générale. Und nicht vergessen, in die Onvista Spielegruppe reingehen. Ja, dann könnt ihr euch einmal untereinander messen und zum anderen habt ihr auch nochmal die Chance auf ein schönes iPhone 14 Pro als Zusatzpreis. So. Wir gucken auf die Charts und wir haben heute eine Siemens Healthineers hier. Und die Siemens Healthineers, naja, in einem schwachen Markt ist sie heute mal 0,7% vorne. Macht die Kuh nicht fett, wenn wir uns den Kursverlauf anschauen. Wir sind hier deutlich abwärts gerichtet und auch wenn wir hier aufs letzte Jahr schauen, sehen wir 58 war das hoch. Jetzt liegen wir bei 45, 46 Euro, sind also deutlich zurückgekommen. Allerdings, ja, charttechnisch, ganz klar Unterstützungsniveau, an dem wir uns jetzt hier befinden. Zeichne ich euch mal kurz ein, das ist dieses Niveau hier, ganz klares Unterstützungsniveau. Und jetzt haben wir eben von der HSBC hier ein Upgrade bekommen für Siemens Healthineers und zwar von Hold auf Buy. Haben zwar das Kursziel nach unten angepasst und da mag man sich jetzt vielleicht wundern, warum geht das denn miteinander Hand in Hand? Ja, nach unten revidiertes Kursziel, aber eine Veränderung von Halten auf Kaufen. Naja, das hängt natürlich mit der Kursbewegung zusammen, die wir hier sehen. Ja, wir sehen, dass die Aktie deutlich unter Druck gekommen ist, wie gesagt, von 58 Euro runter auf 45 Euro. Jetzt hatte HSBC hier ein Kursziel bei 57 Euro und hatte ein Halten-Rating auf die Aktie. Und jetzt war aber dieses Halten-Rating anscheinend nicht so ganz richtig, sondern die Aktie ist nochmal deutlich zurückgekommen und ist eben nicht im 57er-Bereich geblieben, wo HSBC hier quasi den fairen Wert angenommen hat. Und jetzt passt man das Ganze einfach an. Also die Analysten haben sich die Aktie nochmal vorgenommen, haben gesagt, hey, 57, naja, wir gehen mal ein Stück runter, wir gehen auf 56. 56 Euro ist jetzt hier der antizipierte faire Wert innerhalb der nächsten 12 Monate für die Analysten der HSBC. Und jetzt stehen wir halt bei knapp 46. Das heißt, hier sind so ungefähr 20% Luft bis zum Kursziel. Und von daher hat man natürlich gesagt, gut, wir nehmen das Halten-Rating weg, packen das Ganze auf ein Kaufen-Rating, weil sich am Kursziel am Ende eigentlich nicht viel geändert hat, aber die Aktie eben deutlich niedriger bewertet ist jetzt. Ja, und das ist durchaus in Ordnung, das ist ein normales Vorgehen und da könnte ich mich im Prinzip auch anschließen, wenn der 45-Euro-Bereich hält. Das ist das, was hier im Moment wichtig ist. Und deswegen finde ich die Aktie auch gerade ganz spannend, weil wir eben hier diesen ganz klaren Bereich haben in der Region um 45 Euro. Wenn der nach unten verlassen wird, na, dann haben wir so ein, zwei Level, die auf der Unterseite noch mal ein bisschen Unterstützung liefern könnten. Das eine ist dieses hier. Da sind wir so bei 44,50. Aber das eigentliche Große, das kommt erst hier unten bei 42. Das heißt, wenn bei Siemens Healthineers die 45-Euro-Marke fällt, müssen wir uns darauf einstellen, die 42 noch mal zu sehen. Dann wird natürlich das Ganze, wenn sich fundamental bis dahin nichts verändert hat, noch eher zu einem Kaufen-Rating, als es bei 45 oder 46 Euro schon ist. Ja, wo wir ein bisschen aufpassen müssen bei Siemens Healthineers, das sind die Margen. Die sind ein bisschen unter Druck gekommen zuletzt. Und wenn wir dann jetzt eben mal aufs Kurs-Gewinn-Verhältnis schauen und sehen, dass wir ein 29er Kurs-Gewinn-Verhältnis haben, das können wir uns vielleicht mal kurz in der Übersicht hier auch nochmal anschauen. Ja, wir haben jetzt aktuell ein 29er Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und wenn wir mal schauen, wo wir die Jahre überstanden, wo wir hier überhaupt ein KGV hatten, weil es alles profitabel war, dann gucken wir, dann waren wir hier bei 25, 29, 27, 29. Die 42 hier, die würde ich mal ausklammern, weil es ein kleiner Ausreißer nach oben war. Aber wir sehen im Prinzip hier unten, ja, dass 29 anscheinend ein recht faires Kurs-Gewinn-Verhältnis ist. Und wenn wir jetzt gucken, dass die Margen ein bisschen unter Druck gekommen sind, dann sind wir wahrscheinlich hier recht fair bewertet und ich würde eigentlich nicht unbedingt damit rechnen, dass wir in der nächsten Zeit hier deutliche Kursanstiege bei Siemens Healthineers sehen. Also, Ahold Delhaize. Ich hoffe, die heißen so. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es ist ein belgisches Unternehmen.
ist ein ja, großer Lebensmitteleinzelhändler, sowohl sehr stark mit Supermärkten und Geschäften vertreten, als eben auch sehr kräftig im Onlinehandel unterwegs. Ja, und da sehen wir heute mal gar nicht gute Kursbewegungen. Minus 5% gibt es da auch Richtung Unterseite. Also ordentlich auf die Mütze, würde ich sagen, heute hier für die Aktionäre. Wenn wir auf den Drei-Jahres-Chart schauen, dann sehen wir, das sieht alles gar nicht so toll aus. Ja, wir haben jetzt hier so einen beginnenden Abwärtstrend. Und das ist natürlich nie schön. Vor allem, wenn wir uns jetzt anschauen, wo das Momentum liegt. Das Momentum liegt hier auf der Unterseite. Sehr wohl können wir jetzt gucken nach den nächsten Unterstützungsniveaus und die laufen wir jetzt gerade an. Ja, das sind die nächsten Unterstützungsniveaus. Auf der Unterseite findet sich hier noch eine alte Trendlinie. Ja, da sind wir gerade so ein bisschen dabei, die vielleicht zu verletzen. Also da müssen wir mal schauen, wo die Aktie heute schließt. Wenn die hier sehr schwach schließt in diesem Bereich, dann sind wir dabei, aus diesem, ja, Cluster-Unterstützungsbereich hier nach unten auszubrechen. Das wäre sehr ungünstig. Das würde die Aktie wahrscheinlich relativ schnell in dieses Niveau hier unter 27 Euro schieben. Und dann kann man sich das Ganze nochmal angucken. Aber prinzipiell sieht es so aus, wenn wir uns die letzten Zahlen anschauen, da konnte der Umsatz nochmal gesteigert werden um 4,3% auf inzwischen immerhin 22,1 Milliarden. Der Online-Umsatz ist um 9% angestiegen. Also das sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Der Grund für dieses Downgrade, was wir jetzt hier bei JP Morgan bekommen haben, und zwar ein Doppel-Downgrade. Hier ging es wirklich direkt von Overweight auf Underweight. Ja, das sorgt jetzt im Prinzip dafür, dass wir ja deutlich neue Bewertungen hier uns überlegen müssen. Denn bisher lag das Kursziel von JP Morgan für die Aktie bei 32 Euro. Und das hat man gerade Anfang August nochmal aktualisiert. Und deswegen wundert mich dieses Doppeldowngrade jetzt auch echt, ja, ordentlich. Wenn wir uns überlegen, dass wir Anfang August, also gerade mal so vor 4 Wochen, hier ein Rating-Upgrade bekommen haben oder ein Rating-Update von JP Morgan und die haben das Ganze auf Overweight belassen vor 4 Wochen und haben das Kursziel nur minimal reduziert von 33 Euro auf 32 Euro. Und jetzt sehen wir heute hier diese extreme Rolle rückwärts, wo man das Ganze wirklich um 2 Stufen nach unten setzt, nicht mal mehr ein Halten-Rating hier für gerechtfertigt hält. Da muss man sich doch überlegen, was ist denn da eigentlich passiert? Und die Begründung von JP Morgan für dieses Downgrade sind tatsächlich Deflationsperspektiven bei Nahrungsmittelpreisen. Man geht also davon aus, dass 2024 die Nahrungsmittelpreise fallen dürften. Ja, und das wäre natürlich äußerst ungünstig für einen Lebensmitteleinzelhändler. Dazu kommt noch, dass man sagt, hey, in den USA, da ist erstmal nicht viel mehr zu holen, da ist der Gewinnzyklus jetzt ausgeschöpft und die Gewinnerwartungen von JP Morgan, die liegen für das Unternehmen auch deutlich unter dem Marktkonsens. Ja, und deswegen hat man das Ganze jetzt hier doch deutlich zusammengedroschen. Ich muss allerdings sagen, wenn wir uns das Kurs-Gewinn-Verhältnis anschauen mit 12, dann liegen wir hier wirklich am unteren Ende der KGV-Spanne. Hol die mal kurz hier rein. Ja, wir haben hier 12. Na, wir waren mal bei 10, aber ansonsten, wenn wir schauen, sind wir hier 13, 17, 14, 14, 12,5, 24, 19, 20. Also wir liegen im Schnitt doch deutlich über diesem KGV von 12, wo wir jetzt im Moment sind. Es gibt 3,6% Dividende, das finde ich auch nicht schlecht. Und einfach aufgrund dieses Kurs-Gewinn-Verhältnisses, was jetzt doch wirklich ziemlich zusammengedrückt ist, würde ich sagen, wir haben hier ganz gute Chancen, dass dieser 28-Euro-Bereich hier hält. Vielleicht geht es noch mal eine kleine Etage tiefer. Wenn wir uns den langfristigen Trend anschauen, dann haben wir hier noch so eine langfristige Trendlinie, die läuft dann hier unten irgendwo später vielleicht so im Bereich 26,50. Das könnte also dieses Cluster-Level hier werden. Ja, wenn der Kurs jetzt noch ein bisschen runterkommt, ja, und wir sehen vielleicht noch mal eine Korrektur und kommen dann hier weiter runter, dann haben wir hier an dieser Stelle das nächste Cluster-Unterstützungsniveau und viel mehr würde ich hier auf der Unterseite auch erstmal nicht sehen. Also das ist eine wirklich niedrige Bewertung, die wir hier haben und deswegen sehe ich die Unterseite echt begrenzt. Ich denke, hier wäre ein Hold-Rating durchaus fair gewesen, auch wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht im nächsten Jahr ein bisschen problematischer wird. Sanofi hat das Gegenteil bekommen von einem Downgrade, nämlich ein Upgrade. Hier geht es von Hold auf Buy bei Berenberg.
Und man hat das Kursziel nochmal kräftig erhöht, und zwar von 107 auf 115 Euro. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal kurz an. So, und jetzt gehen wir hier nochmal so, wie wir es gestern auch schon ein paar Mal gemacht haben, auf diesen interaktiven Chart und gucken uns die Aktie hier nochmal ein bisschen genauer an. Denn da können wir einfach mal schnell gucken, was war denn hier die letzte Korrektur, die wir am Markt gesehen haben, von 105 Dollar oder haben wir hier Euro? Also von 100, von, ich glaube, Euro haben wir hier, von 105 Euro runter auf 91. Das heißt, wir kommen hier oben auf ein Kursziel von 118 Euro. 118 Euro wäre das Kursziel, was sich charttechnisch hier entwickelt, einfach nur durch diese letzte Korrektur. Und wenn wir uns den Kursverlauf jetzt hier nochmal ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir auch, wir sind hier sehr schön jetzt schon das zweite Mal im Bereich des 200er gleitenden Durchschnitts hängen geblieben, und von da an versucht die Aktie jetzt hier nach oben auszubrechen. Das wichtige Widerstandslevel, was jetzt überschritten werden muss, das liegt hier. Und darüber ist dann quasi der Weg frei, erstmal hier bis 105 und dann im nächsten Gang quasi hier bis 118. Und Berenberg hat eben das Ziel von 107 auf 115 angehoben. Das heißt, sie sind noch innerhalb dieser Range, die wir jetzt hier festgelegt haben, innerhalb dieser möglichen Gewinnrange. Und ja, man sieht also hier quasi erste Erfolge mit neuen Medikamenten, und Sanofi hat wohl einige vielversprechende Kandidaten in der Entwicklungsphase, und von daher sieht man hier durchaus Möglichkeiten, dass die Aktie weiter steigen könnte. Dazu kommt wohl eine deutliche Kostenkontrolle, die momentan eben hier etabliert wird, und ein KGV von 15, wenn wir es uns hier angucken, 15,7 haben wir im Moment hier oben. Ein KGV von 15,7 lässt hier per se auch noch ein bisschen Luft zur Oberseite. Wenn wir mal schauen, hier waren wir deutlich über 20 die ganze Zeit, hier waren wir nochmal über 20, im Hoch waren wir dann bei 40, aber das hängt einfach mit den niedrigen Gewinnen zusammen. Aber ich sag mal so, in diesem Bereich, wo wir uns jetzt befinden, hier so um 6 Euro, die Gewinnseite, da liegen wir immer so irgendwo zwischen 13 und 17. Da sind wir im Moment so ein bisschen in der Mitte der Range. Aber wenn man eben davon ausgeht, gutes Produktportfolio, dann ist sicherlich noch etwas Luft zur Oberseite. Ich würde allerdings meine Ziele erstmal hier so im Bereich 106, 107 begrenzen wollen. Also vielleicht nochmal hier dieses Jahreshoch oder ein bisschen mehr. Danach müssten wir erstmal wieder schauen. Ich denke, da gibt es etwas interessantere Kandidaten im Moment aus dem Bereich als die Sanofi-Aktie. Ja, Commerzbank hat sich ein bisschen erholt wieder. Ich aktualisiere das Ganze hier mal kurz und schau mal. Ja, 3,8% sind wir jetzt hier noch im Minus. Hier waren es schon um die 5%, schon knapp über 5% inzwischen. Ja, da hat man also ein bisschen Verluste jetzt wieder eingegrenzt. Trotzdem bleibt die Commerzbank hier mit Abstand der schwächste Wert im DAX. Ja, da gibt es ein Downgrade eben von Barclays. Barclays hat von Equal Weight hier auf Underweight gestuft, hat also quasi tatsächlich hier eine Verkaufsempfehlung gegeben, hat allerdings das Kursziel bei 10,80 Euro. Das lag vorher bei 12,50 Euro. Gehe hier jetzt auch nochmal kurz auf den Kerzenchart. Wir lagen vorher bei 12,50 Euro, also noch über diesem Jahreshoch, und das Ganze ist jetzt runter reduziert worden hier auf den Bereich 10,80 Euro. 10,80 Euro bedeutet, man traut es der Aktie im Prinzip nicht mal mehr zu, dieses letzte Zwischenhoch hier zu erreichen, sondern geht davon aus, dass wir hier eher irgendwo im unteren Bereich pendeln. Naja, für uns bedeutet das jetzt, wir müssen gucken, wie sieht das Ganze hier aus auf der Unterstützungsseite. Wir haben hier zwei Unterstützungsniveaus. An dem einen kämpfen wir gerade hier knapp unter 10 Euro, aber prinzipiell würde ich mal sagen, diesen Eintritt wieder unter die 10-Euro-Marke, der ist nicht besonders positiv zu werten. Und wenn wir uns das Ganze hier anschauen, Momentum auf der Unterseite und die Korrektur, naja, da ist mal überhaupt kein Druck zu sehen. Ja, die läuft hier shaky seitwärts, und jetzt kommen wir hier nach unten wieder raus. Also das sieht charttechnisch überhaupt nicht gut aus, und das ist auch der Grund, weshalb ich die Aktie hier aus dem Musterdepot schon rausgeworfen habe vor einiger Zeit, weil einfach schlicht und ergreifend diese 11-Euro-Marke dann hier auch nicht haltbar war, weil die 10-Euro-Marke die ganze Zeit umkämpft war. Das hat mir nicht mehr gefallen. Und ja, bei Barclays geht man jetzt davon aus, dass im Prinzip der Zinsüberschuss, der ja einen großen Part dazu beigetragen hat,
dass die Commerzbank in den letzten Monaten hier deutlich angestiegen ist, dass dieser Zinsüberschuss jetzt in 2024 wahrscheinlich rückläufig ist. Und damit geht man davon aus, dass am Ende wahrscheinlich auch die Aktie rückläufig ist. Ja. So, Kurs-Gewinn-Verhältnis steht bei 6 bei der Commerzbank. Das ist wirklich günstig, kann man nicht anders sagen. Bei einer 5% Dividende und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6 kann im Prinzip jeder Value-Investor oder jeder Dividenden-Investor hier mal einen Fuß in die Tür setzen. Allerdings würde ich vielleicht darauf warten, dass wir tatsächlich auch mal nachhaltig die 10-Euro-Marke wieder zurückerobern und vorher vielleicht wirklich lieber die Finger rauslassen aus den Bankaktien im Moment in Deutschland. Denn auch bei einer deutschen Bank sieht es nicht viel besser aus. Auch da hole ich mal kurz den Kerzenchart rein, da gehen wir auch mal auf den Jahreschart und dann sehen wir was ganz Ähnliches. Die Aktie, ja, die kämpft um den 10-Euro-Bereich. Auch die Deutsche Bank hatten wir ja mal im Musterdepot bei Mahlzeit, habe ich dann auch relativ zügig rausgebucht, nachdem ich das Ganze übernommen habe, weil ich einfach auch nicht mehr die Chancen für die Deutsche Bank sehe, wirklich großes Wachstum hier zu bringen. Ja, und bei der Deutschen Bank sind es jetzt natürlich zwei Dinge, die hier sich negativ in die Kursbewegung einbringen. Das eine ist dieses Downgrade von der Commerzbank. Da geht die Deutsche Bank natürlich erstmal mit in Sippenhaft und auf der anderen Seite, ja, ist die Deutsche Bank so ein bisschen hier in den Blick der BaFin gerückt, und zwar aufgrund der Tochter Postbank. Hier gibt es wohl vermehrte Kundenbeschwerden, dass alles nicht gut läuft. Ja, vor allem, dass zum Teil eben nicht auf Konten zugegriffen werden konnte oder auch keine Überweisungen getätigt werden konnten. Das hatte dann mit der IT-Umstellung bei der Postbank zu tun. Aber irgendwie reißen die Beschwerden nicht ab. Und jetzt hat die BaFin sich der Sache angenommen und hat gesagt, Mensch, Deutsche Bank, ja, seht mal zu, dass ihr diese Probleme gelöst bekommt. Wenn das nicht der Fall ist und hier wird nicht zeitnah an der Verbesserung der Struktur gearbeitet, dann sehen wir uns gezwungen, vielleicht so eine Art Sonderprüfung mal einzugehen und mal zu schauen, ob es hier irgendwelche regulatorischen Probleme gibt. Ja, ob es hier irgendwo Situationen gibt, die aufsichtstechnisch fragwürdig sind. Ja, und dementsprechend haben wir jetzt natürlich hier noch so ein negatives Bias von Seiten der BaFin, das bei der Deutschen Bank mit dazukommt. Und von daher wäre ich auch bei der Deutschen Bank als Investor hier erstmal weiter sehr zurückhaltend und sehr vorsichtig. Nordex ist nochmal aufgetaucht. Ja, Nordex hat ein paar neue Aufträge in Deutschland an Land gezogen. Da wird man natürlich nicht müde, über diese neuen Aufträge zu berichten. Da hat man jetzt hier in Niedersachsen die größte Landwindgruppe, der größte Windpark, den Deutschland hier jetzt überhaupt hat. Den hat man an Land gezogen. Der soll jetzt bestückt werden. Naja, also insgesamt, wir hatten darüber gesprochen, es kommen Aufträge rein bei Nordex. Das ist erstmal soweit okay. Aber ich befürchte, dass der Aktienkurs sich nicht deutlich erholt, bevor nicht die fundamentalen Kennzahlen irgendwie auch mal positive Tendenzen zeigen. Wir haben die Aktie im Musterdepot. Ich werde sie auch noch halten. Für mich ist das ein Langfristinvestment. Das bedeutet so viel wie, selbst wenn wir hier unter die Trendlinie gehen und nochmal unter die 10-Euro-Marke fallen, Nordex ist für mich einer der Treiber des Energiewandels hier oder der Energiewende. Und von daher, naja, es ist eine langfristige Position. Ich werde sie langfristig halten. Und nur wenn sich abzeichnet, dass es sich fundamental so verändert, dass Nordex abgehängt wird von anderen Wettbewerbern, oder vielleicht so absehbar ist, dass dieser Ausbau der Windenergie, so wie er denn geplant ist in Deutschland, wahrscheinlich nicht stattfinden wird, dann überdenke ich die Position nochmal und natürlich auch Ausbau der Windenergie in ganz Europa. Ja, und dann überdenke ich das Ganze nochmal und vorher bleibt die Aktie schlicht und ergreifend erstmal im Depot. Siemens Energy, hier hat Bernstein nochmal kräftig am Kursziel gerüttelt und das kommt nicht gut. Hier geht es direkt nochmal 2,7% heute nach unten. Man hatte das Kursziel schon angepasst auf 20 Euro bei Bernstein und hat das Ganze jetzt nochmal weiter gesenkt auf 12 Euro. Bleibt bei einem Underperform-Rating und sieht den fairen Wert jetzt wirklich tatsächlich noch tiefer als das aktuelle Niveau. Und damit sehen wir, die Aktie, ja, die rutscht hier auf ein neues Jahrestief, noch kein neues 52-Wochen-Tief, aber auf jeden Fall erstmal ein neues Jahrestief. Naja, und wenn wir uns mal so den Klassiker angucken, so wie wir hier die ganze Zeit immer drauf schauen, wo denn im Moment eigentlich das Momentum sitzt, dann sehen wir das, glaube ich, ziemlich deutlich. Ja, Momentum, dann haben wir hier eine Konsolidierung, dann haben wir Momentum,
Jetzt haben wir wieder eine Konsolidierung und wahrscheinlich kriegen wir hier jetzt das nächste Mal Momentum. Also, Momentum ist zur Abwärtsseite gerichtet. Siemens Energy durch dieses Gamesa-Desaster absolut belastet. Durch das Ørsted-Desaster, was wir hier vor ein paar Tagen noch hatten, wo ich auch darüber berichtet hatte, nochmal zusätzlich Vertrauen verloren in der gesamten Branche. Ja, und dementsprechend geht es hier in der Aktie weiter nach unten. Und ich denke, so ab 10,50 € hier, da könnte man mal einen Blick werfen, ob man die vielleicht mal ins Investmentdepot nimmt und eine langfristige Position aufbaut. Aber im Moment ist der Druck auf der Unterseite und solange der Druck auf der Unterseite ist, halten wir uns aus solchen Aktien erstmal raus. Fresenius. Fresenius hat jetzt auch ein Downgrade kassiert und zwar von der HSBC. Hat mich ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Also, wenn wir uns den Kursverlauf anschauen, dann hatten wir ja, hier unten ein Tief bei 19 € und sind seitdem dann in eine ganz schöne Aufwärtsbewegung eigentlich gelaufen bei Fresenius. Der letzte größere Aufwärtsschub, der ist hier gestartet, nachdem ja bekannt geworden ist, dass man den Konzern mal so ein bisschen umkrempeln will, sage ich mal. Also, dass man die Dialysetochter Fresenius Medical Care hier quasi abspalten will, das Ganze nur noch als Finanzbeteiligung halten. Das ist gut angekommen bei den Investoren bei Fresenius, dass man im Prinzip jetzt diesen ganzen Bereich Helios Kliniken und Kabi-Arzneimittelsparte, dass man die ganz klar in den Fokus rückt. Das sollte auch weiter für Fresenius gut sein. Trotzdem haben die HSBC-Analysten jetzt die Aktie nur noch auf Halten gestuft. Die hatten ein Kaufen-Rating. Okay, das ist auch fair, wenn man sieht, dass wir hier unten doch deutlich niedriger waren und noch relativ viel Platz bis zum Kursziel von 33 € war. Aber hier waren immer noch über 10% Platz zum Kursziel. Und ich denke, mit mehr als 10% Platz zum Kursziel auf die nächsten 12 Monate wäre es auch gerechtfertigt, hier ein Kaufrating zu halten. Und von daher, je weiter wir jetzt hier runterkommen, umso interessanter wird die Aktie natürlich zum Kaufen. Wir haben hier unten ein wichtiges Unterstützungslevel bei 28 €. Da würde ich auch erstmal drauf warten, ob diese 28 € erreicht werden und wenn ja, ob die denn dann halten. Denn wenn die nicht halten, dann kriegt man vielleicht nochmal die Chance, eine Fresenius hier zu 26 € ins Depot zu nehmen. Das wäre natürlich noch deutlich schöner. Ja, wir haben 3% Dividendenrendite. Das heißt, bei 26 € wird die auch nochmal eine Ecke ansteigen. Kurs-Gewinn-Verhältnis steht bei 13. Das ist fair, ja, das ist jetzt nicht super teuer, das ist aber auch nicht sehr günstig. Und von daher, wenn wir da noch mal ein bisschen runterkommen in der Fresenius, denke ich, könnte man versuchen, die eben auch ein bisschen günstiger noch ins Depot zu nehmen. Vielleicht sorgt dieses Downgrade von HSBC jetzt dafür, dass wir hier unten noch mal so den 26er, 27er Kursbereich anlaufen. Dann fände ich Fresenius deutlich interessanter. So. Der große OnVista Investment Day steht ins Haus. Und zwar am 15.09. Und jetzt ist auch die Landingpage dazu fertig. Den Link, den wird der Sebastian euch bestimmt noch in den Chat pinnen, falls er es nicht schon getan hat. Da könnt ihr euch das ganze Programm auch nochmal anschauen. Und wir haben hier zwei ganz praktische Tools mit eingebaut. Ihr könnt euch hier den Termin speichern für den 15.09. Da könnt ihr das direkt in euren Kalender eintragen lassen. Und ihr könnt hier unten drunter auf den Button Glocke aktivieren klicken und dann wird YouTube euch automatisch informieren, wenn der Stream startet, damit ihr dann am Ende diese tolle Sendung auch nicht verpasst. Ja, wenn ihr auf die Seite mal drauf geht, dann könnt ihr euch hier auch noch das Programm anschauen. Dann seht ihr mal noch genau, wer alles da ist, mit welchen Themenbereichen, was wir hier alles abarbeiten. Ja, wir haben hier Rüdiger Born, wir haben Salahiddin Boumidi, wir haben Heiko Böhmer, Markus Koch.
Wir haben eine ganz honorige Experten-Talkrunde. Ja, da haben wir den Chefanlagestrategen der Deutschen Bank, Dr. Ulrich Stephan. Wir haben den Leiter der Kapitalmarktanalyse Baader Bank, Robert Halver. Und wir haben den Chefstrategen von Matzke Research, den Achim Matzke. Ganz, ganz tolle Runde. Da werden wir so ein bisschen makroökonomisch mal schauen, wie die Situation aktuell aussieht. Also wir haben ein ganz tolles Programm für euch aufgebaut und wir haben natürlich auch noch ein schönes 25 Jahre OnVista Gewinnspiel uns für euch überlegt. Also wenn ihr am 15.09. noch nichts vorhaben solltet, markiert euch das Ganze im Kalender. Wenn ihr was vorhaben solltet, sagt das ab. Ja, 15.09. ist der Tag, an dem ihr hier auf dem OnVista YouTube-Kanal eure Zeit verbringen solltet, wenn ihr gute Finanzinformationen haben wollt. So, wir schauen noch kurz auf den US-Markt und dann sind wir im Prinzip auch heute schon fast durch. Wie es aussieht, haben wir wohl ein bisschen mehr Zeit mal für Fragen. Das ist ja auch schön. So ist der Vorteil von ruhigen Marktphasen. Da gibt es gar nicht so viel News, aber wir haben News zu Albemarle. Und zwar erhöht Albemarle das Angebot für Liontown. Da hatte ich schon mal drüber berichtet. Da hat man 2,50 australische Dollar, 2,50 pro Aktie geboten. Das hat man jetzt wohl aufgestockt gestern auf 3 australische Dollar. Und am Ende reicht das nun wohl aus, damit man jetzt die Möglichkeit hat, auch tatsächlich mal einen Blick in die Bücher zu werfen. Das wird jetzt also von Liontown genehmigt. Jetzt kann man sich anschauen, wie es da aussieht und kann dann aus diesem unverbindlichen Angebot ein verbindliches Angebot machen, wenn man denn möchte. Ja, für uns ist natürlich immer interessant, was bedeutet das am Ende für die Aktie? Wenn wir uns mal hier den langfristigen Chart anschauen, bei Albemarle, dann sehen wir, wir hatten hier einen sehr schönen, sauberen Aufwärtstrend, der dann aber ziemlich jäh unterbrochen worden ist. Ja, das ist auch was, was ihr euch mal merken könnt, wenn ihr seht, dass so sehr starke Umkehrgeschichten hier kommen. Das sind so quasi 360s, also wirklich so 360 Grad U-Turns oder 180s, das sind 360, dann stehen wir ja in die gleiche Richtung wie vorher. Ja, 180s sind das, also so 180-Grad-Wendungen. Ne, wir haben eine Woche sehr dynamische Kurse, schließen wirklich stark im oberen Bereich und dann in der nächsten Woche geht das Ganze sehr dynamisch nach unten. Wir schließen unterm Tief der Vorwoche, schließen am Tief der Wochenkerze und das sind häufig so Umkehrsignale dafür, dass dann wirklich die Aufwärtsbewegung erstmal vorbei ist. Und dann sind wir hier in einen recht deutlichen Abwärtstrend gegangen. Ja, und jetzt stehen wir so ein bisschen am Entscheidungslevel hier. Ja, langfristig steht die Albemarle-Aktie jetzt wirklich am Entscheidungslevel. Wir haben dieses Unterstützungsniveau. Das ist getestet worden. Ja, und jetzt haben wir eine Chance, eventuell hier in einen neuen Aufwärtstrend zu gehen. Das wird aber erst dann passieren, wenn wir über diese 250-Dollar-Marke hier hinausgehen. Ja, vorher nicht. Und von daher ist das ganz spannend, jetzt zu schauen, ob wir tatsächlich hier eine Entwicklung höherer Tiefs sehen im Markt und danach dann im Nachgang auch die Entwicklung höherer Hochs. Jetzt ist das dann aber sicherlich etwas zu spät für den einen oder anderen, an der Stelle hier einzusteigen, wenn man dann auf der langfristigen Seite ganz klar weiß, okay, der Trend hat wieder gedreht. Und von daher schauen wir mal kurz auf den Tageschart und jetzt sehen wir auf dem Tageschart, haben wir hier auch schon erste Situation, wo das Ganze recht positiv aussieht. Wir sind in der ersten kleinen übergeordneten Aufwärtsbewegung. Das Problem ist jetzt allerdings, wenn diese Übernahme von Liontown tatsächlich stattfindet und vielleicht auch noch stattfindet zu einem Preis, der sehr hoch ist und mit 3 australischen Dollar, würde Liontown bewertet werden zu 6,5 Milliarden australischen Dollar. Und das, wo im Moment eigentlich noch kaum Umsätze generiert werden bei Liontown, dann sollte das dafür sorgen, dass die Aktie wahrscheinlich nochmal unter Druck kommt und vielleicht sogar dieses 170-Dollar-Niveau nochmal erreicht. Prinzipiell, wenn wir uns die Fundamentaldaten hier mal anschauen zu Albemarle, dann sehen wir, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, das Wachstum ist nicht mehr so stark, wie es in den letzten 3 Quartalen davor war. Und auch das Gewinnwachstum ist nicht mehr so stark. Aber wir haben auf jeden Fall noch ein Wachstum hier. Das sieht erstmal gar nicht schlecht aus. Na, die Fonds, die sind ein bisschen zurückgerudert. Das sieht man hier ganz gut. Die haben die ganze Zeit akkumuliert und sind dann jetzt hier doch deutlicher zurückgerudert. Da geht man eben davon aus, dass vielleicht der Lithiummarkt sich über die nächsten Monate so entwickelt, dass wir doch in ein Überangebot kommen. Wir sehen aber auf der anderen Seite,
wie stark der Kampf im Moment ist um Lithiumminen, die irgendwo in politisch halbwegs sicheren Gebieten liegen. Ja, und Liontown hat eben Beteiligung oder betreibt zwei Minen, zwei Lithiumminen in Australien. Ja, und Australien ist jetzt politisch gesehen wahrscheinlich kein so großes Risiko wie Chile zum Beispiel. Und von daher versucht man natürlich jetzt durchaus auch zu höheren Preisen, sich diese Minen einzuverleiben. Das macht man aber nicht, wenn man davon ausgeht, dass der Lithiummarkt wahrscheinlich demnächst am Ende ist oder die Preise immer weiter fallen werden. Dann würde man das nicht tun. Also für mich ist das langfristig ein Zeichen dafür, dass man hier von Seiten der Geschäftsführung weiter sehr positive Erwartungen hat in Richtung des Lithiummarktes. Und das wäre für mich auch langfristig immer noch ein Investmentgrund. Kurzfristig, ja, sieht es eben so aus, dass wir ein Problem haben durch diese Übernahme, die jetzt vielleicht stattfindet. Von Seiten der Bewertung müssen wir eben auch sehen, Mensch, Albemarle ist inzwischen super billig im Vergleich zu dem, was über die letzten 5 Jahre hier bezahlt worden ist für die Aktie. Da lag das KGV im Schnitt hier bei 25, jetzt stehen wir bei 7,5, denn wir sind 70% unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Ja, also das ist wirklich günstig. Aber kurzfristig würde ich jetzt erstmal darauf warten, wie die Anleger auf diese möglicherweise kommende Übernahme reagieren. Und wenn wir dann eine Bodenbildung sehen, nach der erfolgten Übernahme, dann haben wir, glaube ich, gute Chancen, langfristig wieder in die Aktie einzusteigen. Denn die Ziele, die wir hier langfristig haben, die liegen immer noch so bei $330, das Allzeithoch nochmal zu erreichen. Ja, und dann kann man sich natürlich hier im unteren Bereich gut eindecken mit möglicherweise dann Aktien von Albemarle. So, und ich hatte das angekündigt. Ich habe eine neue Position, die heute ins Musterdepot kommt. Gestern war ja kein Handel in Amerika, deswegen schauen wir uns das Ganze dann heute um 15:30 Uhr an. Und zwar SLB, ja, ehemals Schlumberger, die sind charttechnisch gerade hochinteressant, wie ich finde. Ich gehe ja mal kurz auf den Kerzenchart und wir schauen uns das Ganze mal an über die letzten 3 Jahre. So, und da sind wir hier in einer sehr deutlichen Aufwärtsbewegung. Ja, das sehen wir hier ganz klar. Ganz deutliche Aufwärtsbewegung. Und hatten zuletzt hier nochmal einen Rücksetzer. Das heißt, die große Sequenz, die ist hier nach wie vor intakt. Und wenn wir uns mal anschauen, wo uns diese Rücksetzer hingebracht haben hier, dann haben die uns immer ungefähr so zum letzten Ausbruchsniveau gebracht. Ja, und hier das gleiche nochmal, ja, so ungefähr zum letzten Ausbruchsniveau und dann ist das Ganze wieder sehr positiv verlaufen. Jetzt die letzte Sequenz, die hier läuft, die sieht folgendermaßen aus. Dynamischer Anstieg, hier eine Bull Flag auf Wochenbasis und jetzt sind wir mit dem steigenden Ölpreis, den hatte ich ja gestern schon gezeigt, Öl auf neuem Jahreshoch, sind wir jetzt hier nach oben ausgebrochen. Und ja, SLB ist halt ein Ölfelddienstleister und die profitieren natürlich davon, wenn Fördermengen ausgeweitet werden, insbesondere in Amerika. Das ist das, was da im Moment passiert. Die profitieren davon, wenn der Ölpreis hoch ist, weil dann eben mehr Dienstleistungen auch in Anspruch genommen werden können. Also der Kursverlauf sieht extrem gut aus. Fundamental sieht das Ganze auch wirklich gut aus. Wir haben uns ja so ein paar Fundamentaldaten von Ölunternehmen oder von Energieunternehmen in der letzten Zeit angeschaut. Und da ist euch vielleicht aufgefallen, dass sehr viele davon im letzten Quartal und zum Teil auch schon im vorletzten Quartal deutlich rote Zahlen hatten bei Umsatz und Gewinn. Das sind natürlich die Refiner, das sind natürlich die Explorationsunternehmen, ja, die eben Öl direkt verkaufen, die super abhängig sind vom aktuellen Ölpreis. Und wenn der natürlich von 120 auf 70 oder $65 runterkommt, dann schrumpfen natürlich die Umsätze und dann schrumpfen die Gewinne. Bei SLB sehen wir das nicht. Da haben wir hier im letzten Quartal nochmal einen neuen Rekord hier gesehen. 72 Cent Gewinn die Aktie, 44% Wachstum zum Vorjahr. Und auf der Umsatzseite sehen wir das auch. 8,1 Milliarden. Deutliches Wachstum zum Vorjahr. Wir sehen fürs laufende Jahr Wachstum antizipiert, fürs nächste Jahr Wachstum antizipiert. Ja, wir sehen, okay, Fonds haben sich ein bisschen zurückgenommen, aber wahrscheinlich in Erwartung fallender Ölpreise. Das wird jetzt so ein bisschen konterkariert. Ja, also ich denke, hier ist durchaus noch Aufholpotenzial vorhanden, auch für die Positionen, die wir vielleicht dann wieder neu eingegangen werden. Von der Bewertung her sieht das Ganze so aus, dass wir im Moment hier um 30% in den Forward Earnings niedriger stehen als im Durchschnitt. Und das, obwohl die Aktie hier im Moment in der Nähe des 52-Wochen-Hochs steht. Wenn wir uns das mal langfristig anschauen, ich gehe hier mal auf den Max-Chart,
Ja, dann kann man sich das hier ganz gut anschauen. Da sehen wir, das ist die maximale Länge des Kursverlaufs. Ja, wir sehen, bei 60 Dollar ist hier eine wirklich starke Linie. Da haben wir ein wirklich starkes Widerstandsniveau. Aber deswegen gefällt es mir besonders gut, dass wir im ersten Versuch hier an dieser Stelle erstmal gescheitert sind, jetzt in den zweiten Versuch reinlaufen und so, wie ich es euch gerade gezeigt habe, aus dieser Bullflag im Wochenchart richtig schön Druck aufbauen können, Momentum aufbauen können. Und ich gehe davon aus, dass die Aktie hier drüber laufen wird. Und dann ist das nächste Kursziel in der großen, im großen Bild hier oben erstmal bei 80 Dollar. Ja, und das wäre das Ziel, mit dem ich hier arbeite. Und ja, ich bin gespannt, wie die Position läuft. Aber auf jeden Fall werden wir erstmal hier zur Eröffnung heute um 15:30 Uhr eine Position auf SLB ins Musterdepot buchen. So, und damit kommen wir zum Chat. Okay, da sehen wir schon, hier oben ist der Link angepinnt. Das sind die Infos zum Investment Day. Also wenn ihr da nochmal genauer schauen wollt, braucht ihr nur ganz oben im Chat auf den Link klicken. Moin Martin, sagt die Barbara, ist Elmos einen Blick wert? Eigentlich ist Elmos immer ein Blick wert, finde ich. Ja, aber ist natürlich zuletzt deutlich unter Druck gekommen. Müssen wir uns nochmal anschauen. Hatten wir ja auch schon Positionen drauf, die ich dann nochmal glatt gestellt habe, als das Ganze dann doch recht zügig wieder gedreht hat. Viel zügiger, als ich mir das ursprünglich gedacht hatte. So, jetzt gehen wir mal kurz hier auf den Jahreschart. Elmos ist auf jeden Fall ein Blick wert, finde ich. Wenn wir uns das Ganze hier mal angucken, dann sind wir an einem wichtigen Support-Level und das ist sogar das Niveau, auf das ich jetzt hier warte. Kurz der Ausbruch mal über die 70-Euro-Marke und wenn wir diesen Ausbruch über die 70-Euro-Marke sehen, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich eventuell für die OnVista-Club-Mitglieder ja, über das Chartside-Depot hier einen neuen Trade aufbaue, vielleicht sogar auch mit einem Derivat gehebelt, dass wir das nochmal versuchen. Diese Bewegung, auf die ich das letzte Mal schon gesetzt habe bei Elmos, nochmal diesen Bereich hier oben um 90 € und ein bisschen drüber zu erreichen. Mir gefällt das gut, was wir jetzt hier sehen, diese leicht steigende Trendlinie, die man hier einzeichnen kann. Leicht steigende Trendlinie, ganz klares Unterstützungsniveau. Und das gibt uns natürlich den Vorteil, dass wir hier auf jeden Fall eine Linie im Sand haben, bei der man sagen könnte, hey, hier unten drunter hat sich dieses Setup erstmal erledigt. Ja, wenn wir unter dieses letzte Tiefs hier fallen, unter die Tiefs aus dem April, dann hat sich das Setup erledigt, weil dann sind wir übergeordnet tatsächlich in eine große Abwärtsbewegung gelaufen. Auch wenn es nur eine ABC-Korrektur sein sollte, hätten wir dann eine gute Chance hier in diesem Bereich, um knapp über 50 € nochmal runterzukommen. Und das würde ich natürlich nicht mitnehmen wollen, vor allem nicht mit einer gehebelten Position. Und deswegen gefällt mir Elmos im Moment sehr gut. Ich warte noch auf ein bisschen Bestätigung zur Oberseite und dann wird das Ganze ganz interessant. So. Ich schaue mal kurz ein bisschen durch, ob mir hier auf Anhieb irgendwas ins Auge fällt. Der Ubo fragt, wie kann ich mich in die OnVista Spielgruppe einloggen? Also das ist relativ einfach. Ihr müsst euch erstmal ganz normal für den Trader 2023 Wettbewerb bei der Société Générale anmelden. Erstmal da eure Daten hinterlassen. Und dann bekommt ihr zwei Musterdepots von der Société Générale. Und mit diesen zwei Musterdepots könnt ihr dann Spielgruppen besuchen und an Spielgruppen teilnehmen. Und das findet ihr dann auf der Trader 2023 Seite unter Spielgruppen. Da findet ihr dann auch die OnVista Spielgruppe. Und bei OnVista auf der Landingpage zum Trader 2023, wenn ihr die nicht mehr habt, braucht ihr nur bei Google eingeben OnVista und Trader 2023, dann kommt ihr zur Landingpage. Da findet ihr das Passwort, mit dem ihr euch dann quasi in die Spielegruppe einloggen könnt und dann seid ihr da auch ganz easy mit dabei. PVA Tepler hatte ich tatsächlich in der letzten Woche bei Chartside Freemium. Da bitte mal reinschauen. Montag vor einer Woche habe ich eine etwas ausführlichere Analyse zu PVA Tepler drin gehabt. Also da gerne mal reingucken für den Urlauber. Kleiner Tipp. So, Siemens Healthineers hatten wir. Ich glaube, wir schauen mal ein bisschen weiter unten. Was haben wir denn hier noch an neuen Fragen? Ja, LVMH wäre toll, sagt der Boss. LVMH wäre toll, wenn LVMH mal steigt, ne? Das finde ich so, wäre toll. Aber
Wissen wir selber, na, wir haben Probleme in China, das läuft alles nicht so gut, da läuft die Wirtschaft nicht gut und gerade diese Luxuslabels, die sind natürlich vom chinesischen Verbraucher auch irgendwo abhängig. Wir kommen jetzt hier in ein wirklich wichtiges Unterstützungsniveau. Ja, wenn das endgültig fällt, ja, das ist dieser Bereich jetzt hier, wenn dieser Bereich endgültig fällt und wir verlassen das Ganze hier nach unten, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir zumindest erstmal diese Bereiche hier um 740 € testen und ich könnte mir sogar vorstellen, wenn die Chinesen nicht langsam aus dem Knick kommen und hier mal ein bisschen mehr Unterstützung bringen für die Wirtschaft und wieder absehbar ist, dass es da auch mal wieder besser läuft, dass wir hier tatsächlich nochmal die 700 € Marke testen in der LVMH. Aber ganz ehrlich, langfristig ändert das nichts am positiven Bild. Na, das ist hier der Dreijahreschart. Wir gucken uns das Ganze mal kurz an. Wir haben hier nochmal ein ganz wichtiges Unterstützungsniveau. Na, das ist dann nochmal dieser Bereich 740, über den wir gerade gesprochen hatten. Ganz, ganz wichtiger Supportbereich und hier ist dann eben auch langfristig dieser 700 € Bereich. Ich denke, viel weiter wird es nicht runtergehen. Per se, ganz klar, das Kursbild ist schwach. Wir sind dabei, jetzt diese Trendlinie zu verlieren. Wenn wir die verlieren, dann ist das natürlich nicht mehr besonders dynamisch und nicht mehr besonders schön, was wir hier sehen. Das Momentum entwickelt sich ein bisschen zur Unterseite, aber es ist für mich eine fundamentale Haltenposition und deswegen bleibt die auch auf jeden Fall erstmal im Depot. So, was haben wir noch? Leonie Graf. Chevron. Mit Wappen dazu. Okay. Schauen wir uns doch Chevron mal an. Also, bin ich ja ganz ehrlich. Ja, ich bin ja immer noch Öl-Bullish. Das werdet ihr ja in der Zwischenzeit mitbekommen haben, dass das schon lange so ist. Das war auch auf dem ganzen Weg nach unten so. Ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, diesen Bereich bis $65 im WTI, ich habe es nicht wirklich verstanden, was das sollte. Ich finde, das ist zu weit runtergekommen. Wir haben doch einige positive Katalysatoren und Chevron gefällt mir im Moment hier besonders gut. Ich gehe mal kurz auf den Tageschart, da können wir uns das mal anschauen. Gefällt mir besonders gut, weil Chevron eben ähnlich wie Öl gerade über diesen wichtigen Bereich hier nach oben ausbricht. Und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, dann sieht das hier wirklich nach einer schönen Bodenbildungsphase aus. Wir laufen hier ja in einen schönen neuen Aufwärtstrend, eine neue Aufwärtssequenz. Das sieht alles recht bullisch aus. Wir haben die nächsten Widerstandslevel, die liegen erst hier oben, knapp unter 160 €. Also da sehe ich schon, dass wir noch ein bisschen Platz nach oben haben. Vor allem, jetzt gucken wir es uns noch mal kurz im Heimatmarkt an den NYSE. Da sieht das Bild ganz ähnlich aus. Ja, so auf Jahresbasis, na, sehen wir auch, wir gehen jetzt hier vorbörslich gerade über diese letzten Hochs hier raus. Na, schönes Niveau heißt für uns, Zielbereich liegt dann erstmal irgendwo hier. Ja, so im Bereich 173, $174, das ist der erste Zielbereich. Aber mittelfristig denke ich, wird die Chevron-Aktie auch hier $190 nochmal erreichen. Ja, diese Unternehmen, die brauchen schlicht und ergreifend keinen Ölpreis über $80, um gutes Geld zu verdienen. Aber wenn der dann über $80 ist, ja, dann verdienen die natürlich noch umso besser. Ja, und dementsprechend, wir haben in der Chevron hier einen schönen Doppelboden drin. Wir haben jetzt hier so eine Konsolidierungsrange, die nach oben verlassen wird. Ja, schöne Konsolidierungsrange. Wenn wir die Range einmal oben drauflegen, ja, dann kommen wir hier auch ziemlich genau zu unserem Kursziel, zu unserem ersten. Das ist also das erste kleine Ziel bei der Chevron für kurzfristige Trades, bietet sich $173 an, für längerfristige Investments $190 und mehr. Ich denke, da werden wir durchaus auch nochmal neue Hochs sehen können. Schnuffel fragt, warum kann es bei LVMH nicht weiter runtergehen? Natürlich kann es weiter runtergehen, ja, das ist gar nicht die Frage, aber ich erwarte das nicht, weil wenn ich mir die Fundamentaldaten anschaue, dann haben wir hier immer noch ein gutes Unternehmen, was gute Umsätze generiert, was gute Gewinne generiert. Und da müssen wir einfach auch irgendwo ein bisschen auf den Bewertungsbereich schauen, auf die Bewertungsskala. Und da sind wir dann wieder in Bereichen angelangt, wo ich denke, da könnte die Reise nach unten erstmal zu Ende sein. Also natürlich kann es immer tiefer gehen. Das ist gar nicht die Frage. Und das weiß am Ende auch keiner im Voraus. Das wäre schön, wenn man das wüsste. Aber wir wissen es halt nicht. So, okay, als letztes Südzucker plus 5. Naja, da müssen wir ja mal reinschauen. Also Südzucker scheint ja arg gefragt zu sein heute. Dann gucken wir doch gerne mal auf Südzucker. Da werde ich vielleicht mal parallel noch kurz
Ich mal hier schnell noch einen Chart reinholen, dass wir uns bei Südzucker auch mal den Zuckermarkt anschauen können. Das ist nämlich auch immer spannend, gerade wenn man sich Südzucker anschaut, sollte man nicht vergessen, einen Blick auf den Zuckermarkt zu werfen. Und da habe ich hier auch die Möglichkeit, euch gleich mal die Positionen der großen Trader zu zeigen. Das machen wir gleich mal. So, SB ist das Kürzel Sugar. So, jetzt schauen wir mal zuallererst auf die Südzucker-Aktie drauf. Da sehen wir, die steht im Moment bei einem KGV von 7,8. Das ist nicht besonders viel, ne? Wenn wir uns angucken, wenn wir hier in der profitablen Zeit mal schauen, wo wir standen. Ja, da waren wir bei 11, da waren wir bei 8, da waren wir bei 17. Und jetzt stehen wir eben bei 7,7. Das ist meiner Meinung nach nicht zu teuer. Wir haben eine Dividendenrendite von 4,7%. Das gefällt mir auch ganz gut. Und jetzt gehen wir mal hier auf den 3-Jahres-Chart von Südzucker. Und da sehen wir, ja, sowas Ähnliches, wie ich euch eben auf der Unterseite gezeigt hatte, so ein 180, den haben wir jetzt hier auch für die Oberseite. Na, das könnte heißen, dass diese Abwärtsbewegung in Südzucker jetzt erstmal vorbei ist und wir demnächst wieder weiter steigende Kurse sehen. Gefällt mir ganz gut. Ja, wenn ich mir die großen Unterstützungslevel hier anschaue, dann gefällt mir das ganz gut, weil wir haben hier die letzte wirklich dynamische Kaufzone. Ja, dynamisch deshalb, weil wir natürlich sehen, was hier an Bewegung reingekommen ist, als die Käufer dann diese Zone nach oben verlassen haben. Also da war richtig Druck auf dem Kessel. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt wieder richtig Druck kriegen und hier Richtung 17 Euro gehen. Schauen wir mal kurz auf den Zucker. Also das hier ist der Zuckerchart und den gucken wir uns hier im Wochenvergleich an. So, da haben wir den im Wochenvergleich und jetzt sehen wir, wir hatten Positionen bei den Commercials, bei den kommerziellen Händlern, die hier sehr stark auf der Long-Seite gehedged waren, beziehungsweise die sehr relativ wenig auf der Short-Seite gehedged waren im Vergleich zu den letzten 6 Monaten. Ja, das ist das, was mir dieser Indikator hier oben zeigt. Also wir hatten die geringste Short-Hedging-Position der letzten 6 Monate, als Zucker hier im Bereich um 24 $ notiert hat, 23, $24. Und jetzt sehen wir diesen deutlichen Anstieg hier auf 25,80. Jetzt fängt das Ganze ganz langsam an, hier wieder runterzukommen und sich ein bisschen nach unten zu orientieren. Insgesamt, wenn wir uns anschauen, wo die Commercials hier stehen, wir stehen bei Nettopositionen im Future-Bereich um 200.000 Kontrakte netto short. Die sind also immer noch relativ stark auf der Short-Seite gehedged. Also von daher muss man ein bisschen gucken. Das wird dafür sorgen, dass die Preise nicht brutal nach oben explodieren. Es sei denn, wir sehen auf einmal, dass wir steigende Preise bekommen und sehen in diese steigenden Preise rein steigende Positionen bei den Commercials. Ja. Das könnte dann dafür sorgen, dass das Ganze hier nochmal eine Ecke weiter nach oben driftet und wir auch über die 26 und dann auch über die 27-Dollar-Marke gehen hier beim Zucker. Und am Ende sollte das so laufen, dass Südzucker sich auch an den Zuckerpreis anpasst und dem Zuckerpreis hinterherläuft. Und von daher sehe ich eigentlich die nächsten Bewegungen für Südzucker eher zur Oberseite. Ja, so auf 5-Jahres-Basis sehen wir auch, naja, es ist halt eine Aktie, die läuft mehr oder weniger seitwärts. Das hier ist mal, würde ich sagen, so die grobe Seitwärts-Range. Na, da hatten wir mal so kleine Ausreißer nach unten. Und hatten auch mal so kleine Ausreißer nach oben, aber das ist im Prinzip die Seitwärtsrange. Wir sind jetzt so ziemlich in der Mitte der Range an diesem Unterstützungslevel hier hängen geblieben, haben nach oben gedreht. Ich sehe charttechnisch und auch von dem, was ich vom Zuckerpreis gesehen habe, sehe ich hier ganz gute Chancen für weiter steigende Kurse. Okay, das war's für heute. Wir haben 14 Uhr. Ich bedanke mich bei euch. Ich sage, macht's gut, bis morgen und bye bye.